liebt er auch Elvis. Das ist der mexikanische Elvis. Er kommt nicht aus Graceland, sondern aus Graciasland. Alabama in Concert präsentiert Elvis, the lovely Elvets, and the Memphis Mariachis. Trouble. Anyway.
little woman. You looking for trouble? You came to the right place. Hey, mamacita, how about coming to my place? Yes, sir.
song is about the Mexican Revolution. There was a revolution for the rights of the farm workers, and there was a man named Emiliano Zapata. They called him E for short, just like Elvis. He was a rocking dude. He could do it all. This song is dedicated to him. Chicana women,
because they can cook it up and they can dish it out. This is the power of chicanismo. Thank you.
Are you as wet as I am? I'm gonna do this one for you, baby. This one's for you. Now you gotta look directly into my eyes. It's the look of love. Come on, it's carnival. Be happy. Okay. Come on and walk. Not to look at me. Look at me, baby. Come on. It's nice. You can touch my leg if you want. Okay. There you go. Come on and walk. The walk. It's gonna be long, okay? Come on. Come on and walk. The walk. Till thank you.
to be like Cortez in reverse. I'm going to claim Spain for Mexico. In America, they have Columbus Day, pero I don't celebrate Columbus Day because Columbus did not discover the Americas. No. The Mayans, the Aztecs, the Incas were there centuries before that guy had a driver's license. You know what I'm talking about. And while I'm at it, I am not Hispanic because I'm not from Spain. Hispanic is a word that Reagan made up to lump all the Latinos together. So Mexicano, Chicano, Latino, it's a brown thing. You hear it, baby. Now, Elvis Presley sang this song in 1972 at the Madison Square Garden. But of course, I have to do it my way. Well, I've never been to Spain, but I heard about Columbus. Well, they say the man's insane, yeah, 'cause he thinks he discovered us. In 1492, who discovered who? Here's how it happened. Well, I've never been to Tikal, but I've been to Chichen Itza. The Mayan culture, man, it thrived, boy. Before Columbus had a teacher,
Mr. Jim Abgaris. All the way from Austin, Texas, Slim Evans. All the way from Italy. He's little, but we love him. Willie. Thank you.
seid ihr doch selbst dran schuld. Wieso? Ja, dann macht doch, bau doch eben keinen Mist und dann gibt's doch keinen Ärger. Wie die sich da aufführen. War das jetzt zu kompliziert, oder? Die sind... Hör mal. Ich frage. Sagen, also ich bin nicht glücklich damit, was da früher immer abgelaufen ist und so. Und ich, also wenn ich ehrlich bin, ich leide da immer noch ein bisschen drunter, kopfmäßig, ne? Also traummäßig oder sonst irgendwie. Und ich weiß nicht, also körperliche Auseinandersetzung oder so wie er das da meint, das ist schwachsinnig. Also da kann man auch nichts Wunderbares zu sagen oder so. Ich weiß nicht, wenn ich das manchmal so erlebt habe, wenn sie dann mit mehreren da auf jemand rumknüppeln und der ist da schon fast kaputt oder so, das hat gar keinen Sinn und gar keinen Verstand. Aber ich weiß, so weit scheint er noch nicht zu sein, ja? Nee, das ist eine Reife. Ich wollte nur sagen, es ist ja kein Grund, sich hinter seiner Herkunft zu verstecken. Zu sagen, ich bin Türke und deshalb meine ich, Müll machen zu müssen, weil sonst werde ich vielleicht nicht anerkannt oder es wird mir mehr angelastet, weil ich so bin. Wenn jemand anders, ob nun blond, braun, schwarz, Blödsinn macht, finde ich es genauso schlimm, wenn er andere Leute verprügelt oder in der Richtung irgendwas tut. Das hat damit nichts zu tun, wo man herkommt. Siehst du das anders? Nein, nicht. Doch, eigentlich schon. Bist du ein Freund von ihm? Nee, bin ich nicht. Bist du ein Freund von ihm? Ja, ich bin Freund von ihm, ja. Und ziehst du da immer mit? Ja, eigentlich schon. Und du hast die gleiche Einstellung? Ja. Also du haust auch gerne drauf? Wenn es drauf ankommt, ja. Was heißt drauf ankommt? Bei euch kommt es ja ständig drauf an. Nee, nicht wegen dem. Ich meine, wie er gesagt hat, ist mit den Ausländern. Wenn ich zum Beispiel mit ihm in eine Disco gehe, ja, da werden wir wirklich als scheiß Ausländer bezeichnet. Entweder schmeißen die uns raus, entweder lassen die uns erst nicht mal rein. Und wenn wir schon mal drin sind, dann werden wir immer als scheiß Ausländer. Glaube ich dir. Aber vielleicht, meinst du, es gibt nicht Diskotheken? Also ich habe auch einen türkischen Freund, mit dem gehe ich irgendwo rein. Kein Problem. Ja, natürlich gibt es Diskotheken. Warum sucht ihr euch die nicht aus? Ja klar, es gibt große Diskotheken, da kommen wir halt nicht rein. Und es gibt halt Diskotheken, da kommen wir rein. Und das ist doch super. Ja klar, aber da passieren halt die meisten Sachen. Wo? Ja, in den Diskotheken. Wo ihr nicht reinkommt? Wo wir reinkommen. Was passiert denn da, wo ihr reinkommt? Weil ihr dann wieder da Ärger macht, oder? Nee, nicht, weil wir da Ärger machen, aber erstens, weil wir dort dumm angesprochen werden. Natürlich, wir machen auch Ärger. Ich denke, ihr werdet nur dumm angesprochen, wenn ihr in eine Diskothek nicht reinkommt. Also, Natürlich, es gibt doch so Stammkunden, die kommen da immer rein. Und wir sind halt in einer Diskothek Stammkunden, da kommen wir halt immer rein, da sind wir auch bekannt. Wir sind nicht dort bekannt als Schläger, sondern, ein bisschen schon. Wo macht ihr Ärger in welcher Diskothek? Ja, in der Diskothek machen wir Ärger. Ja, warum denn? Ja, warum nicht? Merkst du nicht, dass das ein bisschen wenig Inhalt hat, was du mir gerade erzählst? Das hat schon Inhalt. Inhalt hat das schon. So. Also er sagt, ich bin strikt gegen Gewalt. Klasse, auf der einen Seite. Aber egal, wenn ihr irgendwo hingeht, auftritt, da gibt's Zoff und Ärger. Hier ist Martin. Ja, hallo. Erstmal will ich ganz kurz was sagen, was ich gerade so gehört habe. Ich finde wichtig, man soll dran denken, wir sind alle Menschen und jeder hat das Recht, als Mensch behandelt zu werden. Und ob ein Mensch ein Türke ist, ob er schwarz, weiß oder grün ist, ist doch scheißegal. Und man, es gibt so viel Leid auf dieser Welt, warum muss man sich gegenseitig an was antun und sich zu Boden schlagen? Haben die alle nichts im Kopf, mal zu reden, was zu erzählen?